Moin, diesmal direkt aus Herrn Hansen hier. Ja, heute werde ich mal die gute Autofox Rückfahrkamera kabellos installieren. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich habe mir sowas mal gekauft, finde das eigentlich ganz cool. Ich meine, Hansen hat zwar eine Rückfahrkamera, die geht aber nur, strahlt nur von oben nach unten praktisch. Also zeigt nur so den letzten halben Meter, Meter eigentlich, und das ist mir ein bisschen zu wenig. Ich möchte eigentlich wirklich eine Kamera haben, die ja direkt nach hinten strahlt oder filmt, leuchtet, wie auch immer man das nennt. Habe ich mir gekauft, nachdem ich mir doch den einen oder anderen Film angeguckt habe und ich mir 1000 Fragen gestellt habe. Autofox, wunderbar, kabellos, installierbar in 5 Minuten. Leute, in 5 Minuten, das kann gar nicht funktionieren. Mir ist nämlich aufgefallen, dass in manchen Filmen das Ding gar nicht wirklich richtig installiert wird, sondern es wird nur angedeutet, rangehalten, hier kann man das so und so machen oder das macht man so und so. Wenn ihr wissen wollt, wie lange man wirklich braucht und wie man das vielleicht richtig festmacht, dann bleibt mal dran. So, erstmal gucken wir uns mal an, was hier drin ist in dem schönen Karton hier. 18 Monate Garantie, das ist immer schon mal eine gute Sache. Bedienungsanleitung, Solarzelle, Kamera, naja, Display natürlich, mit Antenne, Funkantenne, ja, kann ja nicht viel mehr sein. Ah, hier noch so ein An- und Ausknopf, womit man die Kamera dann anschaltet. Und natürlich noch irgendwo ein Kabel, ne? Ohne Kabel funktioniert das Ganze ja nicht. Ein bisschen Strom müssen wir ja haben. Kann ja nur hier drin sein. Achso, hier ist noch ein Halter. Kabel. Zigarettenanzünder. USB-Kabel. Weiß ich nicht, müssen wir noch mal gucken. Und der Klebehalter für das Display. Und noch irgend so ein blaues Ding hier, wofür auch das Ding mal sein soll. Gitarre spiele ich nicht, habe ich früher mal. Den Link. Ja, so ein Plektron, weiß nicht. Warten wir mal ab. Ich glaube, da muss ich doch noch mal gucken. Leuchtet mir gerade überhaupt nicht an, wofür dieses blaue Ding sein soll. Sei es drum. So, ich habe mal einen Kennzeichenhalter mitgebracht. Ich hatte nämlich noch einen. Schick, schick. Nachteil bei diesen Kennzeichenhaltern, die, ich will mal meinen, wahrscheinlich zu 90% in Deutschland verbaut sind, die man hier unten aufmacht, die unten geöffnet werden. Ja. Wo das Nummernschild von unten reingeschoben wird. Haben den Nachteil, wie gesagt, dass, ich habe das schon mal gesehen, die Solarzelle, ja, von außen, die muss ja angeschoben werden. Hier sind so 3M Klebefolien und da wird auch tatsächlich gesagt, dass das halten soll, wenn ich das so ans Auto klebe und hier von innen, also man sieht das ja schon mal, die meiste Klebefläche, die ist völlig frei, was soll denn da kleben? Das kann er gar nicht, das kann doch nicht lange halten. Ne? Weiterhin kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum Autofox das Kabel hinten rausführt, anstatt an der Seite. Denn das Kabel liegt innen. Was für ein Quatsch. Macht man das außen, hat man dieses Kabel überhaupt nicht. Und so hat man das Kabel immer letztendlich hinter dem Nummernschild. Und hat viel weniger Platz hier in dieser Kerbung zur Verfügung. Dann habe ich Filme gesehen, ohne Mist, dann machen einige, bauen das Ding so an und legen das Kabel, stecken hier oben dann die Kamera rein. Zum Beispiel. Und lassen das Kabel hier außen lang laufen, vor dem Nummernschild. Was soll das denn? Kommt einer knack kaputt, das Ding. So ein Blödsinn, das muss natürlich hinterm Nummernschildhalter laufen. Das ist ja schon mal ganz klar. Und wie das Ganze funktioniert, mit eingesteckten Nummernschild, da bin ich selber mal gespannt. Und das Ganze soll funktionieren in 5 Minuten. Kann nicht funktionieren.
wir checken mal die Lage, wie lange ich brauche und wie ich das wirklich mache. Und dafür gehen wir jetzt erstmal raus und schrauben das Nummernschild erstmal ab. Ich hatte das Nummernschild schon mal gesichert mit Schrauben, weil mir haben sie das Nummernschild nämlich schon mal geklaut und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn jemand einem das Nummernschild klaut. Da hat man nämlich richtig Laufer rein. Deswegen hatte ich das einfach mit Schrauben festgetaggert hier. Guck jetzt mal ungefähr auf die Uhr. 12.28 Uhr. So, das Ganze säubern wir jetzt erstmal. Einfach hier eine Runde Bremsenreiniger. Sehr fettfrei machen das Ganze. Das machen wir natürlich auch noch sauber hier. So, nun kleben wir das Ganze, machen wir diese Klebestreifen ab hier. Okay. Die Oberseite, die kann ich hier eigentlich auch schon abziehen. So, und positioniere ich das Ganze erstmal wieder. So. Das hält ja eigentlich schon mal ganz gut, aber ich glaube, ich habe schon den ersten Fehler gemacht. Und zwar, sieht man, dass es doch besser hält, als man denkt. Denn dieser Halter, der muss natürlich hier komplett reingeschoben werden. Und auch das ist wieder mal problematisch mit dem Kabel dahinter. Ja, seht ihr das hier, wenn man das sehen kann? Der muss ja komplett rein und dann kann man ihn festkleben. Ist immer noch nicht drin. So, das ist natürlich der Kennzeichenhalter komplett drin ist. So, dann fixieren wir das Ganze wieder. So, nun sieht man natürlich hier schon, das Kabel wird natürlich hinter dem Kennzeichenhalter. Und den müssen wir jetzt da reinschieben, wenn dann diese Stange und das Kennzeichen da drin sind. So, und jetzt müssen wir das Ganze hier fixieren. Und da müssen wir jetzt mal den Kennzeichenhalter wieder anschrauben. So, der ist dran, den kriege ich hier noch untergeschoben, das ist kein Thema. So, und jetzt wird es spannend, weil jetzt muss ich irgendwie unter die Kamera in die Seiten mit diesem Kennzeichen. Und man sieht, das ist schon gar nicht mal so einfach, da hilft nur pure Gewalt. Hier oben ist eine kleine Schraube drin, damit man jetzt hier die Kamera festmachen kann. Wie soll man denn da rankommen? Keine Ahnung. So, jetzt setzt man natürlich jetzt die Solarzelle hier in diesen dicken Wulst rein gedrückt werden. Vorher lösen wir noch mal hier das Klebeband. Und das ist natürlich jetzt auch sehr tricky, weil das natürlich dann, sobald ich das dran habe, natürlich auch gleich festklebt. So. Und auch hier wieder muss man komplett hoch. Hier unten findet sich eine kleine Klappe. Da kann man die Solarzellen noch mal aufladen. Wenn man jetzt eine Powerstation hat,
kurz ran, zack, aufladen, fertig. Und ein kleiner Schalter, den man einmal drücken muss, damit die Solarzelle an ist. Ich wollte jetzt eigentlich hier noch eine kleine Schraube reindrehen und hier oben, ohne Mist, und zwar aus dem Grund, dass sie mir schon mal, weil sie mir schon mal die Kennzeichen geklaut haben. Und das ist eine mega Lauferei, weil du kannst es ja ganz einfach rausziehen unten, machst den Streifen ab, zack, Kennzeichen raus, abgehauen, fertig. Scheiße, deswegen kleine Schraube rein, dann überlegen die Leute sich das zweimal. So, der Teil wäre jetzt ja beendet hinten. 12.52 Uhr. Wir können daher noch ein bisschen ein paar Minuten abziehen. 28 angefangen. Das sind 224 Minuten. Also 5 Minuten. Das sollen wir mal einer zeigen, wie das funktioniert. Vor allem, wir sind ja noch nicht fertig, oder? Meinen die jetzt mit 5 Minuten jetzt nur hinten das anbringen, ankleben? Okay, egal. Weiter geht's. Display am Start. So, wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, müsste ja eigentlich die Kamera angehen. Oder muss man irgendwas anschalten? Ah, bin aber auch doof. Ich glaube, das schneiden wir mal schnell raus hier. Stromversorgung, Leute, Stromversorgung. Oh Mann, wenn das Stimme wieder sehen würde, würde die wieder sagen, ah ja, guck dir den mal an, wie doof ist der eigentlich. Also natürlich erstmal hier Stecker rein, müssen wir mal gucken, wo wir den reinstecken. Was ich am Anfang meinte, von wegen Antenne, ist natürlich Quatsch, das ist keine Antenne, denn hier kommt die Stromversorgung rein. Passt auch nur in eine Richtung, denn da ist so eine kleine Kerbe drin. Funktioniert, wir können schon mal da hinten gucken. Es gibt ja noch Einteilung, weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, rot, gelb, grün. Das sind Bereiche, die kann man wohl noch einstellen, damit man genau weiß, wie, wo, was man dann parken kann. Dann hat man hier in der Mitte praktisch so einen Knopf, wo man dann einstellen kann, die Helligkeit. Da kann man dann hinswitchen, indem man nach oben oder unten drückt. Kann man die Helligkeit einstellen oder wie lange die Kamera an sein soll, zwischen 45 und 90 Sekunden. Und dann suchen wir mal einen geeigneten Platz für die Kamera. Ah, da suche ich mir jetzt mal ein Plätzchen aus und gucken wir. So, System ist installiert. 5 Minuten totaler Quatsch. Sollen wir mal einer zeigen, wie das funktioniert, wenn man das zum allerersten Mal macht. Das kann gar nicht funktionieren. Aber sei es drum. Jeder wie er meint. So wird das jetzt gelöst. Hier ist ja dieser Knopf, womit man die Kamera anschaltet, nachdem man eingestellt hat, wie lange die wirklich laufen soll. 40 oder wie viele Sekunden, keine Ahnung, bis 90 Sekunden. Das ist ganz cool, die geht aus. Man drückt einmal auf den Knopf, schon springt die Kamera an. Das Bild selber finde ich eigentlich auch noch ganz okay. Also für den Preis, ich habe jetzt irgendwas mit 120 Euro, glaube ich, bezahlt, ist das ganz okay. Ich hatte nämlich keine Lust, auf irgendwie Kabel zu verlegen und so, sondern wollte echt die einfachste Lösung haben. Und das scheint mir hier in dem Fall gegeben zu sein. Das mit den 5 Minuten ist ja, wie ich schon sagte, totaler Quatsch. Das kann gar nicht funktionieren. Wenn das irgendwie einigermaßen sicher sein soll, immerhin will man ja auch nicht während der Fahrt die Kamera oder das Solarmodul verlieren. Einstellung ist einfach. Man kann nicht viel machen. Zeit einstellen, die Helligkeit, Kontrast ein bisschen, diese komischen Parklinien. Was will man mehr? Also eigentlich reicht es ja. Hauptsache, man kann ein bisschen nach hinten gucken. Ich finde das okay. Schlecht finde ich zum Beispiel natürlich, dass diese Kabelführung zwischen Kamera und Solarmodul, das geht gar nicht. Und dass man hier in meinem Fall zum Beispiel die Kamera nicht fixieren kann, indem man die Schraube irgendwie an die Seite macht. Nein, da ist die Schraube oben. Totaler Quatsch, funktioniert nicht. Ich hoffe, die hält so, nicht, dass sie das irgendwann losvibriert. Da muss ich mir da irgendwas einfallen lassen oder ich werde die Jungs von Autofox einfach mal anschreiben, was sie sich bei gedacht haben. Das hier übrigens steht nicht im Lieferumfang. Das fördert die Intelligenz der Leute. Hat bei mir ein bisschen gedauert. Nein, ich glaube, das ist einfach dafür da, um hinten an diese Ladebuchsen zu kommen von der Solarzelle oder von diesem Akkuteil hinten, um einfach mal die Klappe aufzumachen. Dafür wird das sein. Wette ich drauf, dass es ist. Steht aber nicht im Buch drin. Ich musste echt nochmal nachgucken, wofür dieses Teil ist. Feine Sache. In
diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und ich habe da schon wieder was im Kopf. Mir fällt schon wieder was Schönes ein. Also bleibt dran und wir sehen uns. Ciao.